Hallo Leute und willkommen zurück zu Die Säulen der Erde. Ja, Jack hat beim letzten Mal die Kathedrale in Brand gesteckt und Tom wird jetzt Arbeit finden. Die Flüchtlinge, die hier sind, werden vermutlich Arbeit finden und ja, wir stehen vor den Trümmern. Es ist vorbei, alles vorbei. Wie überheblich ich war. Ach so, wir spielen Prior James, wollte ich gerade sagen, Prior Philip. Ich dachte jetzt gerade, wir sind Jack, aber okay. Der Junge ist unverletzt, aber er ist sehr still. Er hat viel durchgemacht. Geht es euch gut? Okay, sagt er gar nicht zu. Er war heute Nacht eine große Hilfe, er und alle anderen. Huch, was? Ich möchte, dass ihr durch den Ring oben am Stab Ach schaut. so, ja, natürlich. Ein Stab. Was soll der helfen? Ach ja, der Sagt sagt ihm noch mal mir, die Richtung oder was so, seht ne? ihr? Dass er das nach Osten ausrichten kann. Eine abgebrannte Kathedrale schützt die Sonne. Ich sehe die Sonne. Richtig. Vater, ich bin tief betrübt über das, was mit eurer Kirche passiert ist. Aber ihr müsst standhaft bleiben. Nein, ihr seht den Sonnenaufgang, weil ihr nach Osten blickt. Richtung Osten. Wie eine Kirche. Ich weiß, ihr habt kein Geld. Und dass es wichtiger ist, Menschen zu helfen. Aber wir könnten hier anfangen. Mit den Steinen, die wir haben, und den Menschen, die helfen wollen. Also, was ist es, was ich dort sehe, Tom Bilder? Es ist der Chor eurer neuen Kathedrale. Ja. Jetzt sehe ich es. Da ist das Kapitel schon zu Ende. Hätte ich das gewusst, dann hätte ich das natürlich noch in die letzte Folge gepackt. Aber gut, jetzt bin ich sehr gespannt, was du getan hast. Du warst dafür, die Flüchtlinge aufzunehmen. Klar, du hast versprochen, Arnaldus nach seinem Tod zu begraben. Ja, mein Lieblingsmönch. Wegen dir wissen die Mönche nun, dass Tom und Ellen nicht verheiratet sind. Obwohl Philipp die Wahrheit über Ellen erfahren hat, darf sie bleiben. Du hast die Kathedrale für Tom niedergebrannt. Du hast Philipp dazu inspiriert, die Kathedrale von Kingsbridge neu zu erbauen. Okay. Ich bin gespannt, wie es weitergeht. Und ob wir jetzt einen kleinen Zeitsprung oder so machen. Oh, Winchester. Machen sogar einen Ortswechsel. Wenige Wochen später erhielt ich eine Einladung von Bischof Walleran. In Winchester sollten wir und Wallerans Verbündete König Stefan selbst treffen. Der Bischof war zuversichtlich, dass Stefan uns helfen würde, da wir ihm zuvor zur Seite gestanden hatten. Mit der Hilfe des Königs, so hofften wir, könnten wir die Kathedrale von Kingsbridge wieder aufbauen. Hof von Winchester. Percy Hamley. Bischof Walleran, guten Morgen. Ellie! Sie sind es, da drüben, die Hamleys! Ich danke euch für eure Unterstützung in Kingsbridge, mein Sohn. Wir haben euch zu danken. Ohne euch wären wir heute nicht hier. Stimmt's, Mutter? Natürlich. Jetzt steh da nicht so rum. Komm, wir gehen, aber ganz ruhig. Sie dürfen uns nicht sehen. Ich stehe einfach nur ein paar Meter daneben. Oh, Kinder, entschuldigt. Ja, so langsam fügen sich jetzt aber alle Jetzt fehlt Charaktere nur so noch einer. zusammen. Ah, hier ist er. Guten Morgen. Bischof Henry, dies ist mein Prior. Philipp von Gwynedd, Prior von Kingsbridge. Ehrwürdiger Herr Bischof. Ihr werdet heute nicht viel zu sagen haben, Philipp. Überlasst das Reden uns. Nein, überlasst das Reden mir. König Stefan ist schließlich mein Bruder. Und nun lasst uns aufbrechen. Mein Bruder ist ein Frühaufsteher. Oh, also Bischof Henry ist wirklich der Bruder. Kapitel 6. Ist wirklich der Bruder vom König? Die Hamleys. Wir Stefan, müssen uns König von England, beeilen. Winchester Castle. Ich will im New Forest jagen gehen. England ist voller Wild.
Kein Vergleich mit der Normandie. Dieses Land ist noch wild und unbezwungen. Dies ist Walleran Bigot, der Bischof von Kingsbridge. Walleran, ich erinnere mich. Wir kennen uns bereits. Und Percy Hamley. Mein Herr. Er hat Bartholomäus seiner gerechten Strafe zugeführt. Und es ist nicht das erste Mal, dass Percy mir geholfen hat. Er hat normannisches Blut. Wir sollten mal zusammen jagen gehen. Gern, Herr. Bartholomäus hingegen wird das Gefängnis nicht lebend verlassen. Percy Hamley hat dies nicht ohne Hilfe vollbracht, Herr. Ich war es, der ihm von dem Komplott erzählt hat. Und jetzt erwartet auch ihr eine Belohnung. Ich verstehe. Mein Bruder, die Kathedrale von Kingsbridge ist abgebrannt. Walleran erbittet keine Belohnung für sich selbst. Er bittet für die Kirche. Ich nehme an, dass die Kirche sich einen Neubau nicht leisten kann, Henry. Nun, die Krone auch nicht. Oha. Ich, oder vielmehr Bischof Walleran, hatte eine Idee. Gib dem Bischof Walleran die Ländereien des Grafen von Shiring, um ihr Bauvorhaben zu finanzieren. Die Idee ist gut. Aber es waren Percy und seine Männer, die die Burg des Grafen eingenommen haben, nicht Bischof Walleran. Stimmt's, Percy? Ja, mein Herr. Er kennt die Grafschaft und wird sie sicherlich gut führen, nicht wahr? Natürlich, mein Herr. Dein erster Dank sollte Gott gelten, nicht ihm. Gott hat dich zum König gemacht. Treib dein Spiel nicht so weit, Henry. Du weißt, was passiert, wenn du dich mit mir anlegst. Das willst du nicht. Es war ein langer Weg auf diesen Thron. Ein verdammt langer. Ja, mein Bruder. Und jetzt gehe ich jagen. Mein Herr und König, ich danke euch, dass ihr gewillt seid, die Zukunft der Grafschaft Shiring zu überdenken. Wann können wir mit deiner Entscheidung rechnen? Morgen. Morgen? Was war das denn jetzt? Bringt meinen Bogen! Sagt den Männern, dass wir jagen! Aber jetzt wurde der Philipp doch gar nicht vorgestellt. Philipp, Walleran und ich haben viel zu besprechen. Gut. Aber was kann ich tun, um zu helfen? Nun, mein Bruder bat mich, dem Verräter Bartholomäus ein Geständnis zu entlocken. Ein Geständnis wäre hilfreich gegen die, die glauben, dass seine Festnahme zu Unrecht geschehen ist. Und es könnte uns helfen, meinen Bruder dazu zu bringen, dass er sein Versprechen gegenüber Percy Hamley vergisst. Okay. Bischof Henry sagt, dass seine Beichte von Bartholomäus uns helfen könnte. Gut, das bedeutet, ich muss irgendwo den Kerker oder das Gefängnis aufsuchen und komme dann da vermutlich weiter. Eine große Burg, geschaffen für den König. Francis sagt, Burgen seien wie Kriegsschiffe. Für die Zeit, wenn die Wellen des Konflikts höher schlagen. Morgen wird der König seine Entscheidung verkünden. Bis dahin werden sie einen einfachen Mönch wie mich nicht in die Feste lassen. Ja, wer weiß. Wir können doch erstmal hier vorne weitergehen, um zu schauen, ob wir da eventuell das Gefängnis, den Kerker oder was auch immer finden. Gut, oder das wird vermutlich hier unten drunter irgendwo sein, ne? Andere Seite des Hofs, Burgtor, Gruppe von Rittern. So viele Farben. Bartholomäus und seine Leute wären nur die erste Welle gewesen. Robert von Gloucester läuft noch frei herum und er wird angreifen. Das sagst du immer. Und wahrscheinlich nur, weil der König gern hört, dass du seine Sorgen wegen Robert von Gloucester teilst. Robert von Gloucester will seine Schwester auf dem Thron sehen. Er wird angreifen. Und die Waliser werden an seiner Seite kämpfen. Ihr werdet noch an meine Worte denken. Mich würde mal interessieren, so ganz nebenbei, die Leute, die jetzt das Buch nicht kennen und auch den Film nicht kennen, die aber das Let's Play hier verfolgen, kommt ihr mit den ganzen Namen? Also könnt ihr das alles so nachvollziehen?
Das würde mich mal interessieren, weil manchmal denke ich so im ersten Moment, ah, wer war das nochmal? Dann fällt es mir aber wieder ein, weil ich die Verbindung zu den Charakteren irgendwie dann noch habe. Aber würde mich mal interessieren, wie das bei euch ist, weil es ja doch relativ viele Namen auch sind. Wie sie alle reden. Francis sagt, am Hof seien Worte Waffen. Percy Hamley wird die Grafschaft Shiring bekommen. Aber würde er einen guten Grafen abgeben? Wen kümmert's? Stefan will den Thron seit 20 Jahren. Ja, okay. Jetzt, da er ihn hat, muss er die belohnen, die zu ihm stehen. Ja, ja. Wer weiß, vielleicht gibt Percy ja einen guten Grafen ab. Nach dem, was ich höre, hat Lady Hamley die Hosen an. Mhm. So, Gruppe von Adligen, eine weitere Gruppe, dann sprechen wir nochmal mit denen. Beziehungsweise lauschen oder wie auch immer. Ich habe gehört, es geht aber um die Kathedrale in Kingsbridge. Sie ist abgebrannt. Ja. Dann sollte der König irgendwie helfen. Aber nicht, indem er der Kirche englisches Land gibt. Oh, das ist aber eine nette Stimme. Sagtet ihr nicht, Bischof Henry sei der reichste Mann in England? Warum zahlt er da nicht selbst für die Kathedrale? Gott sitzt auf dem Geldsack, wie es scheint. Okay, so, also, andere Seite des Hofs, Burgtor. Da kommen wir vermutlich nicht raus, ne? Nein, okay. Ich muss etwas tun. Ja, alles klar. Dann gehen wir mal zur anderen Seite. Oh, da sind die Hamleys. Wie konntest du sie entwischen lassen? Diese kleine Ratte. Ich werde sie finden, Mutter. Sie war hier? Warum? Um ihren Vater zu sehen, natürlich. Aber das wird ihr nicht helfen. Sie hat dich schon einmal zum Narren gemacht. Das darf nicht nochmal passieren. Nein, Mutter. Oh, die Mutter ist so schlimm. Aber der William ist auch nicht viel besser. So, was bist du denn überhaupt für einer? Kerkermeister. Schaut hier nicht sehr freundlich rein. Für ihn mag seine Einstellung hilfreich sein. Guten Tag. Kommt ihr, um jemanden in meinem Kerker zu besuchen, Vater? Ja. Oder wollt ihr euch selbst eine schöne, warme Zelle aussuchen? Hüte deine Zunge. Oh, das war nur ein Scherz. Seht ihr beide lächeln? Nur für euch, Vater. So, dann lass mich mal da rein, Junge. Wie er lächelt. Okay, was ist das hier? Bischof Henry sagte, dass eine Beichte... Ah, okay, dann machen wir das mal so. Bischof Henry schickt mich. Der Bischof, was will der Kerl? Ich soll mit Bartholomäus von Shiring reden. Bartholomäus von Shiring? Ha! Der ist jetzt nur noch Bartholomäus. Das hätte ich jetzt nicht gedacht. Es ist sein vierter Tag ohne Essen. Bald ist er nicht mal mehr Bartholomäus. Wie übel. Kerker. Bartholomäus. Ich bin Bruder Philipp. Könnt ihr mir vergeben, was ich euch antat? Ich bin schuld an eurem Schicksal. Wir sind uns nie begegnet, aber ich bin schuld an eurem Schicksal. Niemand ist schuld an meinem Schicksal. Niemand außer mir. Warum habt ihr euch gegen den König aufgelehnt? Eure Verschwörung, war sie es wert, dafür zu sterben? Warum habt ihr euch gegen den König aufgelehnt? Stefan hat euch geschickt. Warum steht ihr auf Seiten des Thronräubers? Ich stehe auf gar keiner Seite. Wenn ihr redet, bekommt ihr etwas zu essen. Ich soll euch zu einem Geständnis bringen. Nee, erpressen müssen wir ihn jetzt nicht, ne? Ich wurde gebeten, euch zu einem Geständnis zu bringen. Das haben schon andere versucht. Warum sollte ich euch gestehen? Ich bin verantwortlich für eure Gefangennahme. Eure Leute haben in meiner Priorei Zuflucht gefunden. Sag mal das. Eure Leute haben in meiner Priorei Zuflucht gefunden. Euer Geständnis wird mir helfen, ihnen Arbeit und Schutz zu geben. Ich habe nichts zu gestehen. Mir tut nur leid, dass ich verloren habe. Das sage ich besser nicht dem König. Sie werden euch töten. Das haben sie schon getan. Mönch, sag ihnen, ich hätte gestanden. Was? Alles. Mein Verrat. Aber...
Der Sohn soll nicht büßen für die Schuld des Vaters. Sagt das auch Stefan? Ihr kennt die Bibel? Richard und all jener, meine Kinder, sie müssen am Leben bleiben. Bartholomäus hat gestanden, aber hat um Gnade für seine Kinder gebeten. Und auch euch einen guten Tag, Vater. Ja, dir auch, mein Lieber. Können wir jetzt nochmal mit den Hemleys sprechen? Wir sind uns schon begegnet. Er war bei Bischof Valoran, der Sohn der Hemleys. Ich möchte gerne mal mit der Mutter sprechen. Die Hemleys. Sie haben Bartholomäus besiegt. Francis hält es für eine gute Sache. Mensch, es wurde auch Zeit, dass ihr auftaucht. Hm? Regan Hemley, wir sind einander noch nicht vorgestellt worden. Ihr seid ein Narr. Reicht euch das als Vorstellung? Mensch. Wie kann ich euch helfen? Ihr habt keine Ahnung, was hier vor sich geht, was? Ihr scheint nie einen Fuß aus eurer kleinen Priorei heraus. Wie könnt ihr euch von diesen beiden gierigen Bischöfen so benutzen lassen? Walloran will die Ländereien der Grafschaft für sich selbst. Henry weiß das. Bezweifle ihre Worte, entschuldige sie desgleichen. Ihr glaubt mir nicht, ihr macht euch nur Sorgen um die Ländereien eures Mannes. Selbstverständlich tue ich das. Und ihr solltet euch auch sorgen. Wenn Walloran gewinnt, verlieren wir beide. Verlange Beweise, glaubt ihr nicht. Ich weiß, dass ihr mir nicht traut. Aber eure Bischöfe sind nicht anders als ich. Könnt ihr das alles irgendwie beweisen? Reitet mit meinem Sohn, William. Nur ein paar Stunden. Ich werde euch beweisen, dass Walloran euch hintergeht. Einverstanden. Ich werde mit eurem Sohn reiten. Und sei es nur, um euch zu beweisen, dass an euren Unterstellungen nichts dran ist. Sehr gut. Vielleicht seid ihr doch kein so großer Narr. Aber gebt Acht, dass die Bischöfe euch nicht sehen. William? Was? Reite mit Vater Philipp. Tu, was ich dir aufgetragen habe. Ich will nicht mit dem reiten. Das ist ein totaler Idiot, der Typ. William Hamley weigerte sich, mir zu sagen, wohin wir ritten. Er genoss es, mich im Dunkeln zu lassen und zwang mich, ihm nachzureiten. Manchmal trieb er sein Schlachtroß so schnell voran, dass es mir schwer fiel, aufzuschließen. Aber früher oder später wartete er immer hinter einer der nächsten Wegbiegungen auf mich. Ja, sag ich doch, das ist ein Idiotentyp. Einmal stand er da und urinierte gegen einen Felsen. Ja. Als ich zu ihm aufschloss, drehte er sich um, ohne sich zu bedecken. Ich muss ziemlich entgeistert dreingeschaut haben. Er lachte und stieg wieder auf, gab seinem Pferd die Sporen und ritt weiter. Wieder folgte ich ihm, in der Hoffnung, dass diese Reise nicht ein weiterer schrecklicher Fehler gewesen war. Schließe zu William auf. An einer Brücke fand ich William bei einer Gruppe von Wäscherinnen. Er schrie ihnen etwas zu. Als ich ankam, konnte ich ihre Antworten hören. Sie sagten, sie hätten kein Mädchen oder einen Jungen gesehen, auf die seine Beschreibung passte. Eine jüngere blonde Frau meinte, selbst wenn sie das Mädchen gesehen hätte, würde sie es ihm nicht sagen. Anscheinend hatte sie von William Hamley gehört. Ja, anscheinend hat jeder von ihm gehört. William packte die überraschte Frau am Arm. Er schob die rechte Hand unter ihren Rock. Sie begann zu weinen. Die anderen Frauen baten William aufzuhören, aber hatten Angst, ihn zu erzürnen. William drehte sich um und grinste, als er mich näher kommen sah. Was? Was für ein Typ, ey. Ich sagte William, er solle aufsitzen. Ich ritt weiter und sagte nichts. Natürlich sagen wir was. Als er meine Worte hörte, schwand Williams Grinsen. Er stieß die junge Frau fort. Die anderen Frauen sahen mich seltsam an. Sie fragten sich wohl, warum ein Mönch mit solch einem Mann wie William unterwegs war. Wir ritten weiter und William warf mir einen gehässigen Blick zu. Ich sagte ihm, ich bemitleide ihn. Ich sagte ihm nicht, warum, weil ich keine Worte dafür hatte. Danach sprachen wir lange Zeit nicht mehr miteinander. Mache Halt. Unterwegs redete William mit weiteren Leuten. Zuerst dachte ich, er würde nach dem Weg fragen. Dann bemerkte ich, dass Geld den Besitzer wechselte. William bezahlte diese Leute für Informationen.
Ich war froh, dass er das Interesse daran verloren hatte, anderen weh zu tun. Dann sah ich, wie eine alte Frau William zu einem bärtigen Mann auf einem Pferd wies. William nannte den Mann einen Pferdedieb. Dann grinste er und deutete dem irritierten Mann, auf sein Pferd zu steigen und mit ihm zu reiten. Sie ritten schneller und schneller und ich konnte nicht hören, worüber sie sonst noch redeten. Okay, weiter geht's. Halte Distanz. Versuche mehr zu hören, ihr auf jeden Fall. William drohte dem Mann damit, ihn zu hängen, weil er sein Pferd gestohlen habe, wenn er ihm im Austausch für sein Leben nicht helfen würde, die wirklichen Diebe aufzuspüren. Der Mann lachte, als hätte er ein gutes Geschäft gemacht. William gab ihm sogar Geld. Bevor der Mann nordwärts davonritt, nannte William einen Namen: Aliena. Und ich betete darum, dass Williams Plan, wie immer er lauten mochte, fehlschlagen möge. Dann winkte mir William, schneller zu reiten. Ich vermutete, dass wir uns dem Ort näherten, den Lady Hamley im Sinn gehabt hatte. Und wenig später drehte sich mir der Magen um, als mir klar wurde, was genau unser Ziel war. Oha, was ist das Ziel? Ankunft an Bischof Valorans Palast. Den kennen wir doch schon. Palast von Bischof Valoran Bigot. Wartet. Was? Ihr wisst genau, dass Bischof Valoran jetzt in Winchester ist. Was also sollen wir hier? Keine Ahnung. Mutter sagt mir nie was. Die behandelt Pa und mich wie kleine Kinder. Es ist ein Wunder, dass Pa sie je gevögelt hat. Aber jetzt sind wir hier und ich hab Hunger. Hunger wie ein Wolf. Wohin geht ihr? Da rein. Nein. Ich bin sicher, der Bischof würde mich nicht hungern sehen wollen. Wir reiten bald zurück. Also, was du auch tun musst, beeil dich. Ja, was muss ich denn tun? Wie kann ich euch helfen? Tritt einen Schritt beiseite. Ganz ehrlich, diese ganze Hamley-Familie, die sind so schlimm. Warum hat Regan Hamley oder Regan Hamley uns hergeschickt? Was ist Valorans Geheimnis? So, können wir erstmal wieder ein bisschen was klauen? Sind hier noch Äpfel? Ist hier noch Heu? Nein. Was ist Valorans Geheimnis? Ja, gute Frage. Können wir denn da direkt rein? Palasteingang. Wir sollten uns vom Palast fernhalten. Niemand soll sagen, dass ich hier herumspioniere. Es würde den Bischof verärgern. Ja, können wir denn gehen? Wahrscheinlich muss ich sogar da rein. Ah, okay, wir können das Tor auf jeden Fall schon mal öffnen. Dann schaue ich mich jetzt erstmal hier draußen ein bisschen um. Weg würde lieber gehen, aber da ich nun mal hier bin, kann ich mich auch was umsehen. Ich sollte rausfinden, warum wir hier sind. Okay, das bedeutet, da kommst du gar nicht erst weiter, oder wie? Oh, Moment. Schatten im Nebel. Da ist etwas. Der Nebel ist zu dicht. Was ist das? Valoran hat eine eigene Baustelle. Was baut er hier? Okay. Was ist das da für ein Bauwerk? Vielleicht baut er ja nur ein Gästehaus. Hä? Nein. Dafür ist es zu groß. Was in Gottes Namen baut er da draußen? Das weiß ich auch nicht mehr, was er da baut. Können wir denn jetzt einfach reingehen? Also ich weiß ja nicht, dass wir den Bauplatz jetzt entdeckt haben. Ist ja schon mal ganz gut, aber... Ansonsten werden wir hier draußen wohl nicht fündig werden. Eventuell können wir auch den Diener, den Timothy, danach fragen. Sofern der uns Auskunft gibt. Ach, er steht jetzt die ganze Zeit noch rum, ne? Ihr, bitte. Ihr wart schon einmal hier, nicht wahr? Ja, ich erinnere mich an euch. Philipp, richtig? Ja. Bitte, ihr müsst mir helfen. Gemach des Bischofs. Was ist geschehen? Er hat mich gezwungen, ihm aufzutischen. Er hat den Namen des Herrn missbraucht. Und er hat mich gestoßen und angefasst. Was? Oh Gott.
Mönch. Hat der Junge euch gerufen? Er musste gar nichts sagen. Hat er euch um Hilfe? Er musste gar nichts sagen. Ich wusste, dass ihr uns Probleme machen würdet. Probleme? Ich? Wir sind junge Männer, ich und er. Und die raufen nun mal. Ich hatte euch gebeten, zu gehen. Und das werden wir auch tun. Was wird der Bischof zu eurem Verhalten sagen? Hör zu, wir stehen alle auf derselben Seite. Tun wir nicht. Du, ich, er, wir arbeiten alle für den Bischof. Er wird mir nichts nachtragen. Na, das werden wir ja sehen. Manchmal werde ich eben grob. Na und? Ihr seid ein Sünder. Inwiefern arbeitet ihr für den Bischof? Naja, ich bin ein Mann. Inwiefern arbeitet ihr für den Bischof? Habt ihr das schon vergessen? Ich hab euch gefunden. Damals in Kingsbridge, als ich ihn begleitet habe. Ihr habt mich nicht gefunden. Ich habe mit dem Bischof geredet. Wir haben eine Vereinbarung. Eine Vereinbarung worüber? Ich habe Earth Castle für ihn eingenommen. Eure Eltern sind gegen Bartholomäus vorgegangen, weil sie seine Grafschaft wollten. Was sie wollen, interessiert mich nicht. Ich habe Bartholomäus Männer getötet. Der alte Mann hat um sein Leben gebettelt. Auf den Knien hat er mich angefleht. Ich hab's für den Bischof getan. Was? Aber hey, ihr habt sicher auch viel für ihn getan. Es ist Zeit, dass wir gehen. Ich bemitleide euch. Ja, bitte. Erobert? Ich bemitleide euch. Fangt ihr schon wieder damit an? Ihr bemitleidet mich? Ihr tut mir leid. Du bist kein Mann. Und er da auch nicht. Wir sind Männer Gottes. Ein Mann tötet und ein Mann fegt. Und niemand behandelt mich von oben herab. Niemand! Ich weiß, dass ihr mich und die Hure am Fluss gesehen habt. Ich hätte die Frau gevögelt, wenn ihr nicht gekommen wärt. Und was hätte das bewirkt? Sie hätte ihre Lektion gelernt. Und denkt ihr, ich hätte nicht bemerkt, wie ihr mich und den Pferdedieb belauscht habt? Ich sollte euch dafür töten. Das sollte ich. Ich sag euch was. Ich werde Bartholomäus Hurentochter vögeln. Ich werde sie richtig rannehmen. Ich bin ein Mann. Oh Gott, das ist ja mehr lächerlich als das andere. Ich würde sogar den Jungen da vögeln, wenn das nötig wäre, um ihn klein zu kriegen. Er sieht sogar aus, als könnte es ihm gefallen. Oh, ist gut jetzt. Du bist kein Mensch, du bist ein Tier. Nicht einmal Gott könnte diese Sünden vergeben. Du bist kein Mensch. Du bist ein Tier. Oh, ich bin ein Mensch. Aber ja, in mir steckt ein Tier. Es will jagen und töten. Und ficken. Ich habe es für den Bischof entfesselt. Meine Sünden sind vergeben. Nicht einmal Gott würde diese Sünden vergeben. Ha! Natürlich würde er das. Er hat's schon getan. Der Bischof hat's mir gesagt. Dann lügt der Bischof. Hey, wir stehen auf derselben Seite. Jetzt werden wir noch ein bisschen bleiben. Ich bin noch nicht fertig mit dem Fraß hier. Scheiße. Oh, ist der schlimm. Ganz ehrlich, richtig ätzend. Aber gut, Leute, ich würde sagen, das war's für diese Folge. Ich hoffe, ihr seid auch beim nächsten Mal wieder mit dabei. Bis dahin, tschüss.